Ja, und moin, meine Hübschen, schön, dass ihr einschaltet hier zu einem kleinen News-Video. Nach langer Zeit habe ich gedacht, komm, es hat sich ein bisschen was getan bei Diablo 3. Wir hauen mal wieder ein bisschen was raus. Bring meine Zuschauer auf den aktuellen Stand. Vor allem, was ist so passiert und was wird uns erwarten. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon bei mir auf dem Channel mitbekommen. Der PTR 2.6.7 ist draußen, beziehungsweise der PTR mit dem Patch 2.6.7. Und da sind wir auch schon fleißig am Suchten. Im Hintergrund seht ihr auch den Monk mit dem neuen Set. Und der Monk hat ein neues Set bekommen. Ebenfalls wieder Crusader. Am Wirbelwind-Barbar wurde ein bisschen was gemacht. Und ja, man möge meinen, Blizzard geht wieder so ein bisschen in die Schiene. Ey, Diablo ist ja noch gar nicht tot, ne? Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen was daran machen. Denn letztes Jahr BlizzCon war natürlich eine Katastrophe für Blizzard. Nur mal für den Gedankengang. Blizzard announced Diablo Immortal. Klammern Mobile Game, Klammer zu. Und Leute rasten aus, weil jeder hat erwartet, Diablo Add-on, Diablo 4, Diablo 2 Remastered oder whatever. Irgendwas in die Richtung. Ist alles nicht geschehen. Stattdessen ist es so gewesen, dass Blizzard halt gesagt hat, ey, ihr habt da eine mobile Variante. Gehabt euch wohl. Ja, die Stimmung war ein bisschen negativ behaftet. Ich war ja vor Ort und muss echt sagen, war nicht so schön. BlizzCon selbst war natürlich super aufgezogen, aber jeder, der da war, hat sich einfach mehr erhofft und das wurde nicht erfüllt. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass Blizzard dieses Jahr das gleiche machen wird, den gleichen Fehler machen wird, quasi ohne Handschuh richtig schön tief in die Scheiße greifen. Nein, denn da gab es jetzt einen Leak und zwar Diablo Immortal soll am 25.10. rauskommen. 25.10. dieses Jahres, nicht nächsten Jahres, ne? Man möge meinen, nach einem Jahr sollte langsam mal sich was tun. Und ja, Blizzard scheint jetzt den Fokus nicht auf Diablo Immortal zu legen auf der BlizzCon, sondern tatsächlich, mal kurz Musik ein bisschen leiser hier, so. Sondern tatsächlich das ganze Ding vorher releasen, ne, dass die Leute quasi erstmal befüttert werden. Und auf der BlizzCon selbst, die am 1. bis 3. November war die, glaube ich. Ich muss noch ganz kurz gucken. Ja, genau. 1. und 2. November findet sie statt. Und ja, da scheint man sich dann anderen Sachen zu widmen. Ich verweise mal ganz kurz auf Diablo 4. Denn es ist tatsächlich so, in einem Buch, The Art of Diablo, was am 3. November, also einen Tag nach der BlizzCon, welch ein Zufall rauskommt, war eine Anzeige online für das Buch oder über das Buch, wo quasi, ja, ich sag mal vom Inhalt her über Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 und Diablo 3 geschrieben wird. Ich blende es mal ganz kurz ein, das Buch, das ist hier, auf Amazon kann man es schon vorbestellen. Da seht ihr nochmal, ist auf Englisch, ein gebundenes Buch, sieht übrigens sehr schick aus, muss ich sagen. Und am 3. November wird es dann quasi verkauft. Warum nach der BlizzCon, wenn es denn nur um Diablo 1, 2, 3 gehen würde? Nein, definitiv ist es so, auf der BlizzCon wird uns Diablo 4 erwarten. Ne? Also ich bin ein bisschen gehypt, ich bin dieses Jahr leider nicht auf der BlizzCon, sei es drum. Wir müssen zu Hause ein bisschen feiern, Freundin hat Geburtstag und so, dementsprechend sind wir nicht vor Ort. Aber ist nicht schlimm. Wir werden uns das natürlich anschauen. Das virtuelle Ticket haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank. Und ja, ich bin gespannt, was noch kommen wird. Denn ich glaube nicht, dass es bei Diablo 4 bleiben wird. Was für mich zu 99% feststeht. Also, dass Diablo 4 announced wird. Sondern ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass Diablo 2 Remastered dazukommen wird. Ne? Blizzard hat einfach so tief in die Kacke gegriffen letztes Jahr, dass sie gesagt haben, Alter, wir müssen was bieten. Wir müssen den Leuten was zeigen. Und in dem letzten Video, kurz nach der BlizzCon, letzte Video, ist schon ein bisschen her, in einer der letzten Videos, kurz nach der BlizzCon, habe ich euch auch gesagt, Alter, das fühlt sich nicht vollständig an, was da passiert ist auf der Bühne. Ne? Man hat zu viel Platz gehabt für Diablo Immortal vom Zeitrahmen her, wo man viel zu wenig Informationen rausgegeben hat. Das heißt, für mich hat es sich so angefühlt, es wurde ein Projekt quasi rausgenommen aus der BlizzCon und dafür komplett mit Diablo Immortal gefüllt. Warum auch immer. Vielleicht ist da das Ganze noch nicht reif gewesen zum Zeigen oder irgend sowas in die Richtung, vermute ich ganz stark. Auf jeden Fall, dieses Jahr BlizzCon wird für uns Diablo-Spieler das Jahr schlechthin. Ne, Diablo 4 safe, ich bin davon fest überzeugt. Verbreitet die frohe Botschaft. Und ja, also ich bin mal gespannt, wann das Ganze online gehen wird. Am 15.10. werdet ihr natürlich bei uns hier auf dem Channel dann auch Diablo Immortal finden, ganz klar. Das werden wir zocken. Ich habe ja die letzten Tage schon so ein bisschen ausprobiert. Das ein oder andere Mobile-Phone-Game, Mobile-Smartphone-Game, so, habt ihr bei mir schon auf dem Channel gesehen. Und da wird natürlich auch Diablo Immortal mit zukünftig vertreten sein, ne? Mit regelmäßigen Videos. Und
ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass es nach der BlizzCon direkt mit einer Diablo 4, Diablo 4 Beta oder Alpha losgehen wird. Ich denke, das wird sich wieder ein bisschen ziehen. Man wird die Leute erstmal füttern, heiß machen, bis das ganze Feuer sich langsam wieder legt. Und dann wird man wahrscheinlich die Bombe knallen lassen und hier, habt das. Lassen wir uns überraschen, ne? Also ich bin echt gespannt auf Diablo 4. Vor allem, welche Features werden drin vorkommen, welche Funktionen, in welche Richtung wird es gehen? MMO, Singleplayer, Multiplayer, whatever. Wird es Hack and Slay oder vielleicht Diablo Ego Shooter? Ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt. Also da hat sich Blizzard noch nicht in die Karten gucken lassen. Null. Ne? Fakt ist, an Diablo 4 wurde oder wird gearbeitet. Fakt ist aber auch, es ist noch nichts bekannt. Und das macht das Ganze natürlich super interessant, wie ich finde. Ich halte euch auf den Laufenden. Sobald ich mehr weiß. Wünsche euch noch viel, viel Spaß hier mit dem neuen Patch. Season 19 sollte auch, denke ich mal, jetzt so innerhalb diesen nächsten Monats starten. Das Ganze ist jetzt schon seit August, ist die Season 18, glaube ich, am Start. August, September, Oktober, ja, 3 Monate kommt hin. Na, also denkt mal, so November geht's los. Und ja, ich bin gespannt. Vielleicht kommt ja auch noch was in Richtung Diablo 3. Vielleicht wird ja da noch irgendwas angekündigt, weil Blizzard haut da echt gerade einiges raus, ne? Also ist jetzt nicht so, dass die sagen, okay, wir hauen mal so ein Update jetzt raus, um die Leute bei Laune zu halten, sondern es ist tatsächlich so, man macht sich Gedanken, ne? Man entwickelt was, man arbeitet dran. Das ist schon in die richtige Richtung. Diablo hat eine riesen Fangemeinde, das sind wir, das seid ihr und ich bin gespannt. Bis dahin, ciao Leute.